Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Rogue und genießt einfach diese Musik, das ist einfach so ein geiler Soundtrack. AC2 lässt grüßen, wir zocken allerdings, wie gesagt, Assassin's Creed Rogue und ja, ich habe gestern Assassin's Creed Unity angefangen, innerhalb von nicht mal 24 Stunden, fast 4.500 Likes, ihr seid einfach krass und ich würde mich extrem freuen, wenn es hier nicht viel schlechter aussehen würde und ja, Leute. Also, wenn ihr Bock habt auf Assassin's Creed Rogue, dann lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Ich würde sagen, wir fangen an. Genug gequatscht. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormac. Und das meine Geschichte. So, ja, hier sehen wir zum ersten Mal Shay Patrick Cormac. Und wie viele ja wissen, spielen wir diesmal einen Templer. Allerdings wird es bei den Assassinen anfangen. Das ist alles keine Spoiler, das weiß man einfach, wenn man ein, zwei Trailer gesehen hat. Und wir werden herausfinden, warum das Ganze so verlaufen ist. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Man muss auch sagen, wenn ihr euch für Rogue oder Unity interessiert, solltet ihr unbedingt auch den anderen Teil verfolgen. Die hängen auf jeden Fall miteinander zusammen. Und inwieweit, das werden wir, wie gesagt, dann herausfinden, wenn wir die Story spielen. Und das machen wir jetzt. Ein Feuerholz wird nicht fehlen. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Kommt. Captain de la Vérendrye und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass der Schmuggler... Ich möchte mal kurz über Liam was lesen. Denn der ist ein richtig guter Freund von Shay. Und deswegen würde ich gerne mal ein bisschen mehr wissen über den. Also ein Sohn irischer Einwanderer nach New York, wo sein Vater für einen reichen Händler arbeitete und Schiff belud. Okay. Ah, hier. Schließlich trat auch Liam in die Dienste des Händlers und dort begegnete er zum ersten Mal einem Jungen namens Shay Cormac, der seinen Vater in der Handelsmarine besuchte. Die beiden freundeten sich an und Liam nahm den Jüngeren unter seine Fittiche, denn Cormac wohnte in einer rauen Gegend und ließ ein ausgesprochenes Talent dafür erkennen, in Schwierigkeiten zu geraten. Ja, der Liam ist sowas wie sein älterer Bruder, kann man sagen. Und ja, dieses Spiel wird auch so die letzten Sachen klären, die zwischen AC4 und AC3 liegen. Und daraus wird es auch eine Mischung sein, dieses Spiel. Ja. Das heißt, alte Bekannte tauchen auch wieder auf. Das ist auch kein Spoiler. Haven kommt wieder, Achilles und so weiter. Das hat man auch schon alles in den Trailern gesehen. Aber wie das Ganze miteinander zusammenhängt, das weiß ich nicht. Ah, das sind wieder Shanties. Ja, die brauchen wir doch. Yes, perfekt. Lauf ich zu schnell für euch? Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Aussichtspunkt, yes. In Rogue, im Gegensatz zu Unity, gibt es auch wieder diese Seeschlachten. Wie gesagt, es ist eine Mischung aus AC4 und AC3. Ja. Und ich bin verdammt nochmal gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Story vor allen Dingen. Schnell.
Einen Chevalier lässt man nicht warten. Na klar, Liam, ich bin hinter dir. Was zum Henker? Was zum Teufel wart ihr zwei? Wir waren jagen. Was ist passiert? Meine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Ah! Kannst du noch so respektlos sein? Was, willst du dich boxen hier? Alles klar. Kannst du noch so respektlos sein? Bam, zack. Soll es werden hier. Komm, zack. Du ungehobelter Kerl. Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler. Ihr die Verwundeten. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Seid vorsichtig, Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Erteilt ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elende Ratte? Sprich, bevor ich es rausprügle. Alles klar. So. Also, den retten wir mal eben, den Kollegen hier. Alles klar, mach dich aus dem Staub. Die anderen holen wir jetzt. Yes! Warum kann er denn nicht rennen, ey? Ich liebe diesen Move, wenn du auf den zurennst und den dann so mitnimmst. Der war richtig geil bei AC3. So, warte mal. Was ist denn das für eine Flagge hier? Hier so ein Flaggensymbol. Was haben wir denn hier? Ist das eine Schatzkarte? Kann das sein? Ja. Ah, die Schatzkarte sind also auch wieder am Start. Okay. So, schnell mal kurz die anderen befreien. Vielen Dank. Ich war schon fast tot. Na klar, kein Problem. Warum kann der nicht rennen, ey? Warum kann der nicht rennen? Mann, oder haben sie die Steuerung geändert? Bei AC4 und AC3 war das doch RT bzw. R2 und dann nochmal X oder A. Yeah! Na komm! Zack, easy going. Habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Dieser Misthaufen stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff.
Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los, ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Sie bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff, und sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Oh ja. Oh ja. Denn auch hier kann man wieder sein Schiff aufbauen, verbessern und so weiter, was man als halt aus AC4 kennt. Und Kanonen abfeuern, ja, das wissen wir. Und das werden wir auch machen beim nächsten Mal, Leute. Das soll jetzt erstmal gewesen sein für den ersten Part. Und wie gesagt, Unity lief richtig geil von der Unterstützung. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es bei Rogue nicht minder sein sollte oder würde oder wie man das auch sagt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von euch erhalte. Ihr könnt auch gerne mal euren Ersteindruck in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet bis hierhin, wie ihr Cormac findet oder Shay besser gesagt findet bis hierhin. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Der hat seine eigenen Ansichten, was man ja schon gehört hat, und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, gerne ein bisschen Feedback, wenn ihr mehr sehen wollt von Assassin's Creed Rogue. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.